Hallo und herzlich willkommen zu Heinmunds Barbecue Workshop. Was ist eigentlich am wichtigsten neben dem Gericht beim Barbecue? Das kann ich euch ganz genau sagen. Das ist das gesellige Zusammensein mit anderen Leuten. Das ist für mich mit das Wichtigste am Barbecue. Alleine am Grill zu sitzen oder zu stehen, das ist nur halb so schön. Und deshalb war ich auch richtig froh, als ich eingeladen worden bin von der Sarah und vom Mike Friedrichs zur Live-Grillshow mit anderen Leuten. Genau, das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren zusammen den ganzen Tag von 12 Uhr mittags bis circa 18 Uhr live am Grillen. Das hat einen riesen Bock gemacht. Und genau das ist das, was Barbecue ausmacht. Nicht immer nur das leckerste Gericht. Jeder von den Leuten, die dabei waren, hat ein Gericht gemacht. Wer war mit dabei? Der Björn von 0231 Barbecue, der allerdings nichts gegrillt hat. Der war für die Technik zuständig. Die Sarah und der Mike haben sowieso was gemacht. Dann war noch der Ingo da von Ingo Barbecue. Der Daniel, der Grill- und Bastelspezi. Der Michael von den Beefboy Brakels. Das ist eine Grillmannschaft, die bei Meisterschaften mitmacht. Der ist extra 500 Kilometer weit gefahren, um dabei zu sein. Und wer war noch dabei? Der Ralf Michlinski, der Herausgeber der Meet-In. Und zu guter Letzt, wer war noch mit dabei? Der Oliver Sievers war noch mit dabei. War auch nicht so schwer, der wohnt um die Ecke. Ja, aber wir haben wirklich den ganzen Tag Spaß gehabt. Das, was ihr hier heute seht, das ist mein Gericht aus diesem Live-Event. Der Björn hat mir das rauskopiert und das habe ich jetzt nochmal extra zusammengefasst. Und ich kann nicht euch sagen, das war mega lecker. Genauso wie jedes andere Gericht. Und ich denke auch mal, das wird nicht das letzte Live-Event sein. Wenn ihr das komplette Event sehen wollt, dann müsst ihr einfach mal bei Spranta TV auf YouTube gucken. Unten mache ich noch mal einen Link da rein, falls ihr den nicht findet. Und dann könnt ihr wirklich die ganzen Gerichte an einem zusammenhängenden Stück sehen. Ist ungefähr so, als wenn ich sonst immer ein Live-Video mache. Ne? Also 4-5 Stunden müsst ihr da schon einplanen. Aber wirklich, es lohnt sich. Sind wir schon dran? Ja, jetzt bin ich dran. Zusammen mit dem Ingo werden wir zum Abschluss einen Nachtisch zubereiten, weil voll gefressen sind die alle schon. Da haben wir gedacht, machen wir lieber einen Nachtisch. Und es gibt einen Ananas-Mango-Chutney von der Feuerplatte. Und der Ingo hat auch schon angefangen. Der hat die Vanilleschote längs aufgeschnitten und holt gerade das Vanillemark auf den Schoten raus. Alles, was wir brauchen, habe ich hier schon mal liegen. Hast du da, ne? Wir brauchen natürlich, ist das da? Hier, so eine Mango. Davon habe ich natürlich zwei Stück. Was wir brauchen, ist eine Trinkkokosnuss. Die Ananas, die liegt schon auf der Feuerplatte drauf. Ansonsten brauchen wir noch ein bisschen hier so braunen Rohrzucker. Mir fiel der Name nicht ein. Ja, hinterher zum Dekorieren noch ein bisschen Minze. Als Topping kommt Bacon drauf. Der wird karamellisiert mit Rohrzucker. Und dann kommt noch in der Chutney karamellisierte bzw. kandierte Ingwerstücke mit rein. Zum Schluss obendrauf noch eine Schoko-Eis und Chili kommt noch mit rein. Und ich finde, wie viel Mark aus so einem kleinen Fitzelchen rauskommt, ist der Wahnsinn, oder? Ja, wir sind ja jetzt zwei. Guck dir, ja, jetzt sind zwei. Ja, und wenn die jetzt noch, sind sogar die billigen. Ja, wenn du jetzt die teureren nimmst, da kommt bestimmt, sind die qualitativ noch besser und dann kommt da noch viel mehr raus. Das Eis ist übrigens jetzt hier, war das richtig? Ja?
Ja, das kann schon ein bisschen an. Damit das hinterher leichter wird, da Kugeln rauszumachen. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Bacon an. Der Bacon, den habe ich in vier Läden abgeklappert, bis ich einen gefunden habe, der mir gefallen hat. Entweder sind die Scheiben zu dick oder die Scheiben sind zu dünn. Ja, und ich will die aufknuspern. Pass auf. Ich brauche hinterher 6 Bacon-Scheiben. Ja. 6 oder vielleicht auch nur 3, weiß ich noch nicht. Die ganz bleiben, die wir dann hinterher in der Mitte durchschneiden. Die anderen werden wir zu kleinen Stücken hinterher klein schneiden und die werden gestreut als Topping. Machen werden wir auf jeden Fall alle, denn alle Bacon-Scheiben, die zu viel sind, die werden auch hinterher einfach so gegessen. Den nehmen wir, würde ich sagen. Den nehmen wir dann. Wir nehmen alles. Ja, aber die lassen wir ganz. Ja, die können wir dann ganz lassen. So, und die packen wir jetzt einfach schon mal drauf, damit die Zeit haben, ein bisschen gut anzuknuspern. Die werden wir dann auch hinterher runternehmen und wir lassen die im Grunde kalt werden. Weil wir werden den karamellisieren, den Bacon. Ja, und wenn der dann kalt ist, dann wird der Zucker hart. Ja, du weißt, wenn man richtig hart wird. Ja? Ich gehe schon mal zur Feuer. Ja. Hallo! Unter 18. Ich geh schon mal rüber. Ich komm nach. Weiß nicht, schaltet so um oder was? Wenn der Mike aus dem Bildschirm geht, dann geht das. Ja. Hast du umgeschaltet? Ja, wir werden den Bacon jetzt drauflegen. Bei dem Bacon ist halt immer so eine Sache, wenn du in den normalen Laden gehst, da kriegst du immer nur diesen ganz dünnen Frühstücksbacon. Ja, finde ich immer furchtbar. Ich habe lange gebraucht, bis ich einen gefunden habe, der die richtige Dicke für mich hat. Und der große Vorteil vom Bacon ist, richtig, das Gericht kann noch so scheiße schmecken. Wickelst du Bacon drum, ist das lecker. Ja. So, also werden wir jetzt hier erstmal die Bacon-Scheiben, sind das alle oder haben wir noch welche? Sind alle bis auf die 3. Nicht ganz so, jetzt müssen wir nur aufpassen, die dürfen nicht zu braun werden, die sollen langsam auslassen. Und wenn wir die dann von beiden Seiten hinterher schön knusprig haben, dann kommt da der Rohrzucker drüber und dann werden wir die karamellisieren. So, Ingo, einer hat ein Auge drauf, da hinten stehen hier noch. Daniel, pass auf, das geht jetzt natürlich ein bisschen schnell für den Daniel. Ja, Daniel, pass gut auf, dass die nicht verbrennen. Ich habe da vorne eine Grillzange, so eine Pinzette liegen. Kannst du immer schön wenden in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit werden der Ingo und ich die Mango zubereiten. Mango? Der Keule 80-90 Grad, ich mach bei ihm ja alle zu. Hä? Keule 80-90, weißt du, hab ich eh gefressen, den Typ. So, pass auf. Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Mango zu schälen, ne? Oder das Fleisch rauszuholen. Die eine Methode ist jetzt die, wie der Ingo das macht. Die andere ist dann halt, dass er die Schale dran lässt. Und ihr müsst die, wo ist das? Ja, so, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, so, ja, der ist drinnen im Kern und der Kern geht im Grunde so. Und ihr müsst im Grunde so und so schneiden. Ja, und die Mango sollte immer schon so ein bisschen leicht weich sein und sie soll auch nach Mango riechen. Ja, Problem ist, wenn du nicht weißt, wie eine Mango riecht, hast du auf Kiefer. Ja, genau. Ja? So, und ich weiß nicht, sieht man, ja, gut. Jetzt kannst du dann an dem Kern entlang schneiden, links und rechts. Das kannst du verschieden machen. Ja, so, und dann kannst du auf YouTube, siehst du das ja überall, kannst du jetzt hergehen und du kannst dann hier einschneiden. Ich glaube, das hat eben der Daniel, glaube ich, auch gemacht, ja, mit seiner Ananas. So, dann kannst du die so einschneiden und dann kannst du das Ganze so umstülpen. Ja, und dann kannst du das einfach abnehmen. So, ja. Ey, welche Art jetzt die Mango zu zerlegen? Ist der Mango egal. Das ist wirklich euch überlassen. Ne? Wichtig ist nur, holt das Fruchtfleisch raus und achtet darauf, dass ihr eine möglichst reife Mango habt. Und wenn ihr zu Hause seid und macht das, lasst wenigstens so viel übrig, dass ihr den Kern nachher ablutschen könnt. Ja, habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
Dirk, wie sieht das? Kleine Würfel schneiden? Ja, guck mal, so wie ich das hier auch habe jetzt ja, hier. Ne? Und deshalb war für mich die Art hier eigentlich ist schon kann man praktisch. So man kann die sogar so runternehmen einfach mit der Hand. Hm? Ja. Du bist jetzt wieder der Typ, der wieder die Handschuhe anhat. Ja, bin ich. Hm? Ja. Ich weiß, Dirk. Ja. Gut, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Darf ich mal schauen? Ja. Ich gehe mal gucken. Zieht ihn ein bisschen mehr nach außen, der sollte schon ein bisschen krosser werden, aber ein bisschen langsamer auslassen, ja? Dann ein bisschen mehr Fett. Aber wir werden den gleich ja sowieso noch karamellisieren, dann hat er eh noch ein bisschen Zeit. So, wenn ich den hinterher in Stücke schneide, dann möchte ich, dass das wirklich richtig knackt. Die tue ich jetzt mal hier rein. Dirk, was denn? Die Mango? Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist sehr schön. Also Ingo, ich muss sowieso sagen, mit dir kann man schon mal sehr gut zusammenarbeiten. Du denkst echt mit, ohne Scheiß jetzt. Also das kann ich... Ich befolge nur deinen Anweisungen. Auch. Aber ich, hätte ich das ganz gerne mal in der Firma. Ja? Vergiss es. Dass die Leute mal das machen würden, was ich will. Ja? Nee. Hinterher, wenn sie verkackt haben, dann kommen sie mal an und sagen, kannst du mir mal helfen? Mhm. So, was hast du gesagt? Ablutschen? Ja. Ja, kannst du machen. Ist total lecker. Die ist richtig süß, ne? Die sind völlig unterschiedlich. Siehst du die und die? Vorteil ist hier, ja. Zeug, was du da zwischen den Zähnen hast, kannst du hier auch unter dem Flauschgläschen Wasser ausführen. Mmh. Mega geil. Die Prüfung habe ich schon bestanden. Wo ist der Eimer? Ja. Wo ist der Eimer hin? Da hinten? Ja, komm, ich muss mal ein bisschen was wegtun hier. Das ist jetzt, du bist jetzt nur mit dem Fernsehen, weil das Seitenpaket ist. Hä? Ja, genau. So, dann tu mit rein. Habe ich schon gesagt, dass wir das Ganze in Kokosnussschalen servieren? Hast du. Ja, ich habe aber ein Problem. Wieso, die liegen noch hier? Nein. Das ist schon wieder vergessen. Ich habe nicht gewusst, dass so viele Leute kommen. Ach so. Jetzt habe ich nur 4 Kokosnussschalen. Das ist ein riesengroßes Problem. Ja, wir tun das erstmal rein, aber das Problem können wir natürlich schnell lösen. Da tun wir erstmal alles hier rein. Die Ananas, die kann ruhig noch da hinten drauf liegen bleiben, das ist ganz egal. Ananas? Die Ananas hinten. Ja. Ja? Gut. So. Was wir noch brauchen ist, Ingo, nimm lieber 2 rote. Von der Optik her will ich nicht die gelbe und die grüne drin haben. Passt mir nicht gut genug zu dem gelben. Nimm nur 2 rote, aber wirklich in kleine, feine Stücke. Ja, lass uns nur vorher mal probieren, wie scharf die sind, weil ich weiß das nicht ganz genau. Ne? Denn ich will sie nicht zu scharf haben. Der Olli hat letztens probiert. Den Bacon, den sollte aber auch drauf. Mach mich fertig. Pass auf, hier sind noch 3 Bacon-Scheiben, Kollege. Ja. Ja? Diese 3 Bacon-Scheiben müssen ganz bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, gut. Ja, pass auf. So, die tun wir mal an der Seite. Jetzt brauche ich noch ein bisschen. Haben wir Strom hier? Nö. Ja. So. Ihr müsst immer Equipment dabei haben. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Haben wir hier Platz? Oh. Ach, da hat er tatsächlich eine Flex mit. So. Kann auch mal. Gibt's gar nicht. Ja. Was? Nee, kannst du natürlich jetzt nur machen, wenn du zu wenig, also du hast zu wenig Kokosnussschalen oder du hast zu viele Gäste. Es gibt nur die 2 Möglichkeiten. Und das ist aber meine private. Zack. Ja, wir brauchen jetzt halbe Kokosnussschalen. Ich muss mindestens 6 Stück kriegen. Ja. Du musst ja die Ohren zu halten. Nimm die Hunde weg. Nein! Hund, geh! Also!
Für alle, die jetzt meckern, da können keine Funken fliegen. Bevor du weitermachst. War ja nur Holz. Bevor du weitermachst. Ich habe ja gesagt, ich muss die Jacke nicht sauber machen. Ja? Nun, tu mal an der Seite. Jetzt können wir. Ich brauche einen Behälter. Ja? Also die werden schon sehr crispy. Ja, die tu mal kurz an. Schon ganz, ganz, ganz nach außen. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen. Chili, pack schon mit rein. Ja. Genau. Moment, kurz abkloppen. Ja. Komm, geht schon. So, und jetzt könnt ihr hergehen, wenn ich weit und tief genug geschnitten habe. Ja, und dann. Und dann können wir die Kokosnuss aufknacken. Nee. Und dann haben wir schon mal die zwei Hälften. So, zack. Hast nichts zu tun, ne? So, jetzt bin ich wieder. Oh ne, willst du mich verarschen? Komm, nimm mal ein Messer, aber nicht jetzt so ein Messer. Nein. Ja? Hast du schon sichere Handschuhe an? Nee, wir müssen das raus. Die müssen raus. Ja, genau. Logisch. So. Fleisch raus haben. Das Fleisch muss raus. Guck mal, pass auf. Habe ich hier auch geschafft, hat die Dauer 2 Minuten. Also, stell dich nicht an wie ein Mädchen. Gibst du mir einen Tipp? Hä? Ja, raus. Kreuzweise. Nee, echt jetzt. Ne? Kreuzweise? Du gehst einfach her. Du gehst einfach her. Ja, so. Schneidest hier immer nur so ein Stückchen ein. Ja. Ja, und dann gehst du hier so drunter und dann kannst du das so rausheben. Ja, und so machst du das. Und dann geht das schon. Danke, ja? Dirk. Ja, gerne. Das ist wie auf der Firma, sag ich doch. Wie auf der Firma. Ich denke es nicht, Joff. Hä? Doch. Also, hier haben wir schon die Vanille drin. Nee. Die Vanille können wir schon mit reinpacken. Genau. Was haben wir denn noch? Oh, hier, der kandierte Ingwer. Der kommt auch noch mit rein. Der Ingwer bringt ein bisschen dieses süß-scharfe mit rein. Hast du ihn schon mal probiert? Ich, ja. Ingwer ist nicht deins. Ingwer ist nicht so meins. Ja? Also doch, eigentlich schon, aber zum Beispiel so eingelegter Ingwer mag ich nicht. Zum Beispiel beim Sushi, weißt du? Ja, nee. Gut, ich habe diesen kandierten Ingwer, den nehme ich immer wieder ganz gerne, auch so als Snack für zwischendurch. Und ich denke, dass der kandierte Ingwer gut zur Ananas passt. Ja, ja. Das stimmt. Ist der weich, richtig? Ah, du kannst mal hier, komm, du kannst probieren. Also der ist in keinster Weise faserig, wie du das so vom Ingwer, ja, wenn du den reibst oder so, hast du das ja schon mal, dass der dann ein bisschen faserig ist. Ja. Das hast du da absolut überhaupt nicht. Ja. Ja. Die sollten auch crispy sein. Ja. Oh, müssen uns ein bisschen dran halten, weil. So, dann werden wir noch das Ganze noch ein bisschen durchhacken, weil die Stücke sollen nicht zu groß werden, aber auch nicht zu klein. Mal gucken. Naja. Mal gleich mal, wenn wir rühren, mal schauen, wie sich das da drinnen verteilt, ob das wirklich genug sind. Ansonsten können wir immer noch nachhauen. Ja. Die Frage, hast du die Chili kurz probiert? Der Olli hat die probiert und für gut befunden. Ja, gute heißt nichts, wie scharf die ist. Nee, mittel. Ja? Gut kann auch heißen. Gut. Ja, aber ist jetzt okay. Ja, weil ist es okay. Ist eh vorbei. Ja, Dirk. Ist doch wunderbar. Ist ja zu spät. Mhm. Pass auf. Hier in die Mango kommt jetzt noch die Kokosnuss, der Kokosnusssaft mit rein. So, das können wir schon mal alles ein bisschen rühren. Nein. So, dann machen wir ein bisschen hier. Pass auf, Schnucki, die Scheiben, die du gerade runtergenommen hast. Ja, die kannst du alle wieder drauflegen. Ich habe nicht gesagt, dass du die runternehmen sollst. An der Seite. An der Seite. Pass auf, weil wir müssen die ja jetzt noch karamellisieren. Dazu komme ich nochmal zu dir. Bist du da drüben? Ja, gut. Ja, ist alles gut. Möglichst, dass sie flach liegen.
Ja, perfekt. So. Machst du gut. Ja, ja, wirklich klasse. Pass auf, jetzt geh mal her. Dann sieht man das auch, was du da machst. Was? Wenn jetzt die anderen ist. Ja. Kein Problem. Ja, also ihr nehmt jetzt den braunen Rohrzucker, der gepflückt wurde, geerntet wurde von brasilianischen Jungfrauen. Im Mondschein. Im Mondschein. Bei Vollmond. Bei Vollmond. Ja, und bestreut damit euren Bacon. Ja, da sind wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen. Ja. Das sind hier die 3 Einstellungen, ne? Ja, die lassen wir auch so. Die brauche ich, kann ich auch. Komm, scheißegal. Nicht, ja, so, ja, leg ich überall hin. So. Hier kannst du ihn nochmal gerade machen, bitte. Okay. Ja. Ein bisschen warm, der geht jetzt auch schon. Wenn noch nicht ganz so wird. So, ja, sehr gut. Pass auf. So, und jetzt können wir auch, brauchen wir auch gar nicht so wenig drüber machen. So. Wir können die 3, die ganz bleiben jetzt? Ja, ja, das sind okay. Die 3. Ja. So, das reicht eigentlich. So, und ich will gar nicht, das hat jetzt karamellisiert durch die Feuerplatte. Das würde dann hinterher zu lange dauern. Ja, weil wir haben ja wenig Zeit. Das heißt ja, hast du schnell, schnell, kurz und schnell, ne? Hieß das. Wie hieß das Motto? Nee, das hieß einfach schnell und lecker. Einfach schnell und lecker. So, und jetzt gehst du einfach her. Und du karamellisierst einfach den Zucker. Gut, das dauert natürlich auch noch einen Monat. Geh mal her. Was denn? Oder wolltest du machen? Nein, das kannst du gerne weitermachen, ja? Du weißt, wie ich das meine. Ja, schön, dass der Zucker, also hier oben erst drücken und dann da. Warte. Vielleicht ist es hilfreich, wenn du das Bier aus der Hand legst. Das soll helfen. Ja, versuche mal. Ja, schön karamellisieren lassen. Du siehst das, bis der Zucker läuft, dauert einen Moment. Sobald du damit fertig bist, runternehmen und auf ein Brett legen mit Küchenpapier, ja? Pass auf. Hast du noch ein Brettchen, Sarah? Kann ein Plastikbrett irgendwas sein, das ist egal. Ja. Gehst dann einfach gleich her und wie gesagt, legst das dann auf das Papier drauf. Das schöne gerade Stücke werden. Ne? Mhm. Ganz wichtig ist, die 3 schönsten Stücke, die du hast. Also du, Ingo und ich. Ja, weil ich möchte gerne hinterher das in der Hälfte durchschneiden und als Topping oben so in das Chutney reinstecken. Ja, boah, so, gut. Ingo! Ja, Ingo, hier. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin fertig. War gar nicht so schlimm, ne? Nee. Jetzt ohne Schalt, nee, ne? Ging gut. Und schaltet der Kollege um? Ich weiß es noch nicht. Gucken. Wir gucken nochmal beim Daniel. Ja, ja, dann. Hä? Von den Ingwerstücken? Ja, magst du die auch gerne? Ja, ich esse die auch sehr gerne. Guck mal, immer noch. Jetzt wieder. Ja, jetzt, das, was der Daniel da macht, ist ja nicht so wichtig. Hier, der Ingo, wie lange hast du gebraucht? Eine Minute nur. Eine, der ist wesentlich schneller als ich. Oder das hat keiner gesehen. Das geht natürlich auch. Doch, und die Dinger sind wirklich richtig geil für ein Dessert anzurichten. Ja. Einzigste ist, bevor ihr das macht, müsst ihr die raue Schale abmachen, ja. Wegmachen. Die Fasern, ne? Schleifpapier, irgendwas, Flex, keine Ahnung. Ja. Die Flex, die ich benutzt habe, die Scheibe, die ist tatsächlich nur dafür. Das ist eine Edelstahlflex. Nur für Kokosnuss? Die habe ich nur dafür gekauft. Ne? Ich benutze die Flex natürlich auch für andere. Ach so. Ja. So, jetzt muss man hergehen. Kokosnüsse. Pass auf. Wir können im Grunde jetzt schon. Warm machen? Ja, eigentlich wollte ich noch flambieren, aber das machen wir mit der Ananas. Das Teil kannst du schon mal in den Pott reingeben. Ach so. Ja. Ja. Hm, damit das schon mal ein bisschen Zeit hat zu kochen. Ja, ich glaube, ich müsste mal Handschuhe haben, ne? Bitte mal schon. Den Bacon drauflegen kann. Ach so, machst du ihn mal eben rauf? Ja. Alle beiden genommen? Was? Alter? Für wen soll das sein? Für den Bacon. Ach so. Hey, so. Guck mal, ich kann sie wieder hinlegen. Sie nicht. Ja. Ja. Was ist das für den Dutch, ne? Den habe ich für den Dutch mitgebracht. Ja. Hm? Dann nehmen wir
Ja. Das den Löffel mal da reinpacken. Packe ich das jetzt da rein. Perfekt. So, Daniel, Dirk, der Dutch ist heiß. Ja. Nimmst du den Bacon dann runter, das reicht mir. Ja, und leg sie bitte schön nebeneinander da drauf. Der Zucker von oben bitte, weil wenn der Zucker auf das Papier kommt, habe ich nichts gekonnt. Ja. Der Daniel, der hilft mir, finde ich auch richtig geil. Der nimmt jetzt den Bacon von der Feuerplatte ab, legt den auf ein Papier drauf. Das Papier saugt von unten das restliche Baconfett auf und dann lassen wir das kalt werden. In der Zeit, wo es kalt wird, wird der Zucker, der da drauf ist, den ihr karamellisiert hat, wird hart. Und das heißt dann, wenn wir das hinterher in kleine Stücke schneiden, dann wird das einen besonderen Crispy-Effekt. Das wird so richtig knusprig. Wir haben das selber schon probiert mit Honig. Vom Geschmack her richtig geil Honig, aber es ist nicht mehr so zu crunchy. Ja, deshalb, ich war mir unschlüssig. Nimmst du Honig, nimmst du Agavendicksaft? Ja, ich habe mich dann hinterher doch für den Rohrzucker. Weil das ja so was Brasilianisches hat. Dirk, du hast hier noch, ist das von dir jetzt noch? Ja, den habe ich mal noch mal mitgebracht, der Pulbierbär, weil ich nicht weiß, ob die Chilis scharf genug waren, weil wir müssen hinterher noch mal ein bisschen abschmecken. Ja, okay. Weil ich möchte, dass das ein bisschen, die Zimt kommt auch noch rein. Gott. Komm hier, nimm den Ceylon-Zimt, ne? Ceylon-Zimt. Es ist ja jetzt schon fast Weihnachten. Ja, und kurz vor Weihnachten, da können wir auch mal hergehen und ein bisschen Zimt da reinpacken. Zimt. So. Das Gute an der ganzen Sache ist ja, der Daniel sagt schon Zimt, hätte ich ja auch nur 5 Nüsse gebraucht. Aber egal, ob genügend Zimt drin ist, weiß ich noch ja nicht, aber holt euch auf jeden Fall ein Ceylon-Zimt. Der Ceylon-Zimt hat nicht so viele, wie heißen die scheiß Schadstoffe? Das schmeckt aber besser. Nein, du kriegst einen Billigzimt, der kommt nicht aus Ceylon und da ist irgendein Schadstoff drin. Deshalb sollst du nicht so viele Zimtsterne essen. Aber ich habe es noch nie geschafft, mehr als 30 Zimtsterne zu essen. Am Stück. Also die kannst du ja nicht essen. Nee. Ja, das ist genauso wie mit den ganzen Schadstoffen, was alles im Essen drin sein soll. Ja, das ist ungesund, aber dazu musst du das in Massen fressen, bevor du da irgendeinen Schaden dran hast. So, was haben wir denn noch? Wir müssen die Ananas holen. Ja. Ja, ja, ich auch. Weißt du? Hoffentlich fällt die nicht raus hier. Weißt du? So ein Scheiß, ne? Wenn du einmal sowas annimmst, gibt dir der Gerrit in Fulda vor 2,5 Jahren, drückt er dir eine Ananas in der Hand und sagst, wenn du mal, ja klar, die war im Gefrierschrank. Wenn du mal an der Feuerplatte stehst, dann machst du meine Ananas. Das hat er nicht gesagt. Ja nicht gesagt. 6 Stunden sollte ich dir auf der Feuerplatte drauflassen. Hätte fast gereicht, wenn wir dem Daniel nicht geholfen hätten, hätten wir die 6 Stunden noch geschafft. Kannst du jetzt mal aufhören? Wir müssen jetzt einfach hergehen. Ja, und die Ananas, die jetzt, wenn du die fühlst, die ist butterweich geworden. Kerntemperatur weiß ich nicht. Wir messen mal. Ich habe ja so ein Inkbird-Kerntemperatur-Messgerät hier. Temperaturen gucke mit Vorwahl. Ich habe auch keine Ananas da drin gefunden. 160 Grad. 160 Grad. Ja. Weiß ich nicht. Ob da die richtige Temperatur ist, kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, jetzt sind wir knapp drüber. Ja, nehmt das nicht so genau. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das richtig mache. Ja. Es gibt ja manche, die haben immer was zu meckern. Ja, und hast du irgendwas, wo, komm, ich tue das mal da so lang rein. Einen Lappen brauche ich noch, ein Papier. So, hier kriegst du die andere Ananas. Ja, du siehst so arbeitslos aus. So, dann schneiden wir die hier unten hin. Dann kannst du die hier oben so schön halten. Ja, die ist wirklich butterweich. Die ist butterweich. Ja, so, und jetzt schneiden wir einfach
hier das hier Döne runter. Weißt du, die Schale. Ja, praktisch ist natürlich, dass du das oben jetzt halten kannst. Weil das ja auch schon fast in der Hand ist, ne? Das ist zum Unterschied, yeah, da oben. Hallo? Kann mal einer bei dem Mango gucken, dass das nicht anbrennt? Gucke! Mein Gott, ist ich weiß nicht, ich muss mal dem seinen Arbeitgeber fragen, ob der in der Firma auch so, so ist. Pass auf, das kann schon mal hier weg. Tun wir mal weg, tun wir mal weg. Das Ganze hier ein bisschen runter, weil ich will das Schwarze natürlich hier nicht mit im Essen drin haben. Ich schieb dir mal die Schüssel hier hin, dann kannst du die gleich auch benutzen. So, und jetzt gehen wir einfach her und wir schneiden das Fruchtfleisch runter. Hat der Gerrit damals den Strunk drinnen noch mitbenutzt? Nee, ne? Gut. Gut, dann schneiden wir da so wie so Filetstücke runter. Hm? Nachtisch geht immer, genau. So, und dann schneiden wir das jetzt Ganze hier so ein bisschen runter. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, Björn, selbst das Mittelteil, ja, ja, ist so weich, ja. Hm. Ja, es ist, kannst du es essen? So. Hast du die drunter geschnitten? Doch, ich habe erstmal sauber gemacht. Du hinkst richtig hinterher. Mensch, Daniel. So. Jetzt gehen wir einfach her und wir packen das hier alles hier in die Schüssel drauf. Ja, ich kipp das ja jetzt auf die Feuerplatte. Hast du eine saubere Stelle, Daniel? Ja, perfekt. Kannst du ja, Handbrücke ein bisschen dran machen? Macht überhaupt nichts. Ne? Kleine Stücke, ich hack die sowieso. Brauchst gar nicht so kleine Stücke machen, weil ich gleich mit den Spachteln das Zeug klein hacke. Dann machst du gleich den Micha oder was? Hä? Welcher Micha? Was ist der Micha? Wer ist Micha? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Wo kann man den sehen? Siehst du das? So wichtig ist gleich für mich, ich weiß nicht, wie viel Flüssigkeit ist in dem Chutney hinterher drin. Lass uns mal in den Topf gucken. Weil wir lassen das Ganze jetzt einreduzieren. Ja, dann müssen wir das Kreuz jetzt vielleicht haben. Wo ist das hingekommen? Wo ist das Kreuz hingekommen? Ein Kreuz mit dem Kreuz. So, wir haben ja noch hier ein bisschen was, weil ich glaube, da ist ein bisschen zu wenig von der Kokosnuss drin, was Flüssigkeit betrifft. Ja. Da ist ein Strohhalm bei. Moment. Kann alles sein. Aber ich kann mich da nie drauf verlassen. Weiß ich nicht. Ich gehe zur Feuerplatte. So, und jetzt gehen wir einfach her. Ja, und wir kippen noch ein bisschen was von dem Kokosnusswasser da rein. Will einer mal kosten? Wo ist der Strohhalm hin? Bitte sehr. Ja. Kannst du so ja kriegen. Das ist wirklich, ich finde die immer geil. Ich mag das ganz gerne. Habe ich auch nichts vergessen bis jetzt, was da drin ist? Wo ist der Alkohol? Nee, ich meinte zum Trinken.
Ich hab ja nichts hier. Ne? Aber hatte schon leichte Röstaromen dran, ne? Ja, wir warten noch einen kurzen Moment. Ist mir noch ein bisschen zu früh. Also. Bei dem müssen wir sowieso noch ein Momentchen warten. Ja. Ja, der Gerrit hat mir den Alkohol. Ich weiß ja nicht mehr, was das war. Das war riechen. Riecht wie Alkohol. Riecht nach ja nichts, oder? Ja, eigentlich ist, wenn der Juti lagert ist, dann soll der doch besser sein. Überserum. Ja, als Überserum. Da kommt richtig was bei rum. Darum schmeckt's. So, wir gucken. Ja, du weißt, was ich jetzt meine. So, und gleich, wenn wir dann, nehmen wir drei von diesen Teilen, die in der Mitte, und wenn wir das dann in der Kokosnussschale stellen, ja, damit das ein bisschen optisch hermacht. So. Hier mit dem Gynäkologenwerkzeug, das ist ja nicht meins, ne? Ja, ich weiß, du bist eher der Grobmotoriker. Ja, ich mach das eher mit den Fingern, ich brauche da keine Pinzette mehr. Ja. So, Hund, geh mal bitte weg. Ja? So. Ja, irgendwann verabschieden sich dann auch die Doppelstegplatten. So, wir warten jetzt noch kurz, bis wir auf beiden Seiten Röstaromen haben. Hier kann noch ein bisschen. Spachtel habe ich auch einen. Die sind richtig geil, weil die unten von der Schnittkante gut sind und wenn du die so senkrecht machst. Warum nimmst du die Schraube da nicht raus? Warum nimmst du die Schraube? Ja, kann ja immer noch sein, dass wir was für irgendwas brauchen. Ja, aber ich glaube, hier vorne kann ich schon anfangen. Ja. So, und dann gehen wir einfach her und wir machen einen auf, ja gut, komm, soll man sagen, Grill-Junkie, ne? Ja. Ja. Wir machen einen auf Grill-Junkie, nur andersrum. In lecker. der Michael. So. Weißt du noch, was er jetzt schreiben würde, ne? Was käme jetzt? Ja, die Stinkfinger. Wie viel? Ja, 7. 7 Stinkefinger. Ist, dass jetzt der Zucker, der in der Ananas ist, karamellisiert. Ja. Weiß nicht, haben wir hier vorne noch eine Kelle? Nee, pass auf. Lass mal rück noch ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen kann noch. Hä? Der Blöde ist ja nur, ich bin ja der Chef. Ja. Ja, wenigstens in meiner Abteilung. Zu Hause nicht. Ja. Die Feuerplatte ist kaputt. Ich hab die durchgehackt. Nee, aber... Ja, passt ja, schon, ne? Ja. Was denn? Pass auf. Noch drauf. Lass sie nicht zu sehr karamellisieren, weil wenn er zu sehr karamellisiert ist, wird das Zeug hinterher bitter, das will ich nicht. So. Zack, wir nehmen hier das mit. Ne? Die wichtigen Arbeiten machen wir lieber selber. Ja, genau. Wisch mal noch mal ein bisschen ab. Der Daniel hat hier Dreck gemacht. Wie ist er, Daniel? Bist du schon am Üben für deine Feuerplatte? Ja, danke. So. Wie liegen wir in der Zeit? Hä? Oh, und ich beeil mich so. So, ich geh Hund. Im Sonnenuntergang mal ein bisschen rumlaufen. Wir suchen uns jetzt so ein paar schöne Stücke raus, die von der Optik her hinterher, zeige ich jetzt mal am besten sind. Ja, gut. Okay, anderthalb Stunden haben wir noch. Pass auf, tu mir bitte einen Gefallen. Ja. Nimm die Ecke hier oben und nimm die Ecke
Da oben, ja, ein bisschen länger, ja, ist gut. Nee, ist schon gut. Ja. Ja, das ist sehr nett von Keule. Keule hat aber noch nie gezeigt, ob er grillen kann. Das ist immer das Schlimmste. Und wenn du von vielen Leuten Tipps kriegst, wie du was machen sollst, die, wo du von du aber selber nie weißt, ob die das können. Weißt du, ja. Nein. Oh, das war gemein, ja. So, sowas würde ich im Leben nicht sagen. Also die lässt du schön heile, ja? Gut. So, ja, das sieht schon ganz gut aus. Kannst du jetzt mit in das andere Chutney reinhauen? So, wir gehen jetzt hin. Und Mach das nicht. Aber warum? Auch bitte kein Bacon. Bacon grundsätzlich schmeckt lecker. Zucker ist nichts anderes als ein Geschmacksverstärker. Ja, also verstärkt den Geschmack. Ja. Also, ja, wenn ich mal irgendeiner Scheiße finde, wickel ich mit Bacon um den Stuhl. Mit Zucker voll. Bro. Wir müssen mal gucken. Wir wollen nicht zu viel. Ja. Können wir hinterher immer noch so essen? Das kann man. Genau. Ja, machen wir mal so. Komm, und da machen wir jetzt. Du weißt, was ich meine. Ja? Ja, das ist mir egal. Das Endergebnis ist dasselbe. Ja. Ganz so fein, ja, ist schon gut. Ja. ich gucke ja nur. Ja, also, es soll kein Mehl werden, es soll leicht stückig sein, ja, damit wenn du drauf beißt, dass du noch was merkst. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe das Rezept schon im Kopf gehabt, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man mal noch jemand anderem hat und man sich mit dem austauschen kann. Das ist immer ein großer Vorteil, wenn du zu zweit einen Barbecue-Kanal betreibst oder wenn du auch ein Grillteam hast oder so. Das ist immer schwierig. Das ist immer schwierig, selbst abzuschätzen, machst du wirklich auch alles richtig? Ja, und da ist es ganz wichtig, dass du einen kennst, der dir ehrlich sagt, pass mal auf, mach vielleicht das doch so oder so. Und hier ist es wirklich ganz genauso. Den Schuh mit dem Bacon ziehe ich mir nicht an. Ich hatte erst vor, geröstete, gestiftete Mandeln drüber zu machen. Ja, und ich habe den Gerrit angerufen. Hi Gerrit. Ja, und der Gerrit hat gesagt, mach einen Akzent rein. Das Salzige zu dem Süßen. Ja, und da hat er dann gesagt, mach doch gerösteten Bacon so ja, drauf. Ja, aber das Salzige hat mir vorher gefehlt. Ja, das mit dem Zucker drauf, das war wieder meine Idee. Ja, aber deshalb, da finde ich immer gut, wenn Leute dir ehrliche Tipps geben. Wenn jetzt der Björn, ne, wenn der einen guten Tipp gehabt hätte, hätte ich selbst den genommen. Ja, aber ja. Tomatensoße. Wenn ich Currywurst, ja. So. Ja. Im Grunde sind wir schon soweit fertig. Es kommt jetzt nur noch drauf an, was hat der Daniel gemacht? Ja, ist der Daniel wirklich schon so weit? Wo ist mein Probierlöffel? Teller. Eigentlich sollte der das einreduzieren. Ist das ein Löffel? Siehst du, warum ich von dem keine Tipps haben will? Nee, ich hab mir noch nicht mal einen Löffel besorgen. Du hast da so ein Schildchen, ne? Hm? Ja, genau, da kommt es drauf. So, jo, das sieht aber schon. Ja, lass uns probieren. Wir müssen immer im Kopf haben, wir haben ja noch den Bacon. Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, es ist der Zimtklassik. Wer es mag, ist gut. Aber ich würde ein bisschen Salz dran machen. So, und jetzt fragt man dann wenigstens denjenigen, der Ahnung hat. Oliver, komm mal her. Was war mit dem Tequila? Jetzt sag mal ganz ehrlich, den Tequila habe ich mitgebracht, weil einer Tacos gemacht hat. Ich wollte eigentlich einen Tequila dazu trinken. Wo geht's jetzt hier? Ja, ich wollte mal
Hast du noch eine Gabel für den Olli? Ja. Guck mal her. Nee, hab ich nicht. Warte, muss ich holen? Ja, geh mal holen. Ist dann nicht so schlimm. Reduziert der eh noch ein bisschen ein. Hä? Wer? Danke. Was? Ja, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja, wenn du grillst, dann kommt es auch schon mal vor, dass du Sachen grillst, vielleicht gar nicht so deins sind. So wie heute der. Ja, aber er hat nicht ganz unrecht. Irgendwas fehlt da drin noch. Also die Schärfe finde ich gar nicht schlecht mit dem Chili. Heiß. Oder sollte ich noch was rumreiben? Bisschen Säure. Gut. Wo ist so, die hin? Da lass doch eben eine Limette. Ist schon gut. Also, ja, ich habe noch nicht ganz so viel reingetan. Ja. Gut. Mhm. So. Ja, ist ja auch eine große Menge. Ich würde es noch ein bisschen mehr einreduzieren. Na, wahrscheinlich. Ja, wir lassen. Wenn dann würde man normalerweise die Früchte jetzt noch ein bisschen mehr zerkochen. Ja. Also der Marc schreibt, warum wurde Udo nicht Kanzler? Er gefällt mir am besten, ansonsten sehr unterhaltsam. Glückwunsch euch. Wer ist? Danke. Marc Wege, Mammut. Grüße. Ja. Ach, oben aus dem Norden? Nein. Ein anderer Mammut. Mammut 98. Hannover? Marc Wege. Weiß ich gar nicht. Mammut? War das nicht das Mammutfestival? Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Es gibt viele Mammuts auf der Welt. Es gibt viele Mammuts auf Mammutze. Es gab viele Mammuts auf der Welt. Genau, Mammutze. Ja, aber ganz so lange will ich jetzt auch nicht einkochen. Aber die eine halbe Limette hat dir nicht viel gebracht, die du nur zur Hälfte ausgerührt hast. Ja. Dann machst du leer. Ja, warte, lass mal nochmal kosten. Das Problem ist nämlich immer, mehr reintun kannst du immer, aber mehr rausnehmen geht schlecht. Ja, die hat sich das hier hingestellt, weil ich dachte, wir brauchen nichts. Na, ein bisschen Limette kannst du. Kann noch. Mhm. Wo ist sie hin? Oh, ist das scharf. Das ist doch nicht scharf. Oh, doch. Hier. Aber das ist nicht weit. Hier hast du noch was, ein bisschen. Huch. So, ja. Die Ohren sind frei. Nase auf. Probieren wir nochmal. Ja. Ja, probier mal. Oh, ja, ich glaube auch. Also ich hoffe, dass das abmildert. Ich glaube, das sind Ingwerstücke. Also aufpassen musst du immer, ne? Gerade so Zucker, genau, wollte ich gerade sagen, gerade so ein Zuckerzeug. Das klebt man sich direkt an den Gaumen und da klebt es fest, bis es kalt ist. Ja, aber mehr würde ich jetzt auch nicht dran tun. Wo war denn das Salz? Wir machen noch ein bisschen drauf. Ein bisschen mehr. Junge, ey. Ja. Ja, ich habe bei dir auch gemeckert. Du darfst meckern. Heiß. Hm? Ja, bei mir. War besser, probier's selbst. Gib. Ich bin offen für alles. Solange du mir nicht sagst, mach da was weiß ich was dran. Nein. Ja, naja. Oh, ist das heiß hier, ey. Ehrlich, ne? Oh, ohne Scheiß, ey. Warte einen Moment. Ingo, hast du schon probiert? Ingo, hast du schon probiert? Ingo, du solltest doch mal probieren. Dem Ingo musst du alles dreimal sagen. Ja. Aber die Schärfe kommt kräftig jetzt. Umso länger das kocht, umso schärfer wird das. Du hast Salz, hast recht. Ja, du hast recht. Stimmt. Mach mal dran. Ich muss mal ein bisschen anfangen. Hast recht. Aber tu nicht zu viel. Ja, kannst ruhig noch ein bisschen. Komm. Hä?
Ja, das ist ja das auch, was auch scharf ist. Ne? Und dabei habe ich noch nicht mal so viel Ingwer drin. Mach so. So, ich glaube, das ist auch von der Konsistenz her. Ja, jetzt lass mal das Salz gerade essen. Ja, ja. Aber ich sag mal, lange brauchen wir da nicht mehr warten. Das ist jetzt soweit gut. Ja, ich hab den Handschuh gesucht. Ja, ist schon in Ordnung. Reicht schon. Kann ich das überhaupt da draufstellen? Ich weiß das nicht. Ich hab. Ja. Komm, ist mir lieber, sonst ist nachher das Brett versemmelt. Ja, jetzt kann man das nur nicht sehen, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Oh nee, dann platzt nachher die Fliese. Nein, pass auf, ist ja kein Problem. Guck mal hier. Da, so sieht das jetzt das Ganze aus. Man könnte im ersten Moment meinen, das ist ein Kürbis, ein Hokkaido. Von der Farbe her, ne? Ah, ein bisschen. Aber ich glaube, das macht auch hier ein bisschen die Kamera. Naja, passt schon. Jetzt werden wir das Ganze in die Kokosnussschalen abfüllen. Haben wir da irgendwie so was wie eine Suppenkelle? Ja, das wäre nett. Was genau suchst du da? Das Wichtigste hätte ich jetzt fast vergessen. Das Minzblatt. Das Minzblättchen? Ja, weißt du. Das ganze Gericht wäre scheiße gewesen, wenn wir kein Minzblättchen gehabt hätten. Weißt du. Das sieht aber aus wie Basilikum. Hä? Minze. Sag ich doch. Ja. Ja, warte, wo ist das Ding? Die kleine. Ja, gut. Du füllst. Ja, komm. Ja, und du kopierst. Ja, das hat er. Weißt du warum? Steht mit dem Werkzeug im Bad. Pass auf, wir müssen jetzt natürlich aufpassen. Ich darf nicht. Ja, ich glaube auch, ne? Das Eis wollten wir ja noch reinmachen, genau. Pass auf, tu mal ein klein bisschen weniger. Also, so, pass auf. Wir machen ein bisschen Bacon drüber. Komm. Wo ist das Eis? Wo ist das hin? Wo ist das hin? Und. Zack. So, hä? Ja. Und das ist jetzt das Ergebnis, ja, was wir heute gemacht haben. Ja, Ananas, Mango-Chutney mit karamellisiertem Bacon und Schokoladeneis. So, du darfst natürlich ein Foto machen. So, danke. Und du darfst das auch direkt nehmen. Bitte schön. So. Schleimer. Was sagst du zu mir? Ja, das heißt nein. Und? Nee. Ja? Ja. Das ist ein Teamwork hier, ne? Ja, also mit dir kann man wirklich richtig gut arbeiten. Ohne Scheiß. Ja. Vielleicht noch hier so an der Seite. Ganz klein bisschen noch. So, Minzblättchen noch. Ach, wir können auch eins. Komm. Ist mir egal. Ja, das ist mein Thema. Ja, ist schon ein bisschen sehr weich, aber gut.
Hier raus. So, ich muss sagen, Dirk, wirklich sehr, sehr lecker, sehr gelungen. Ja, das schmeckt auch so. Klar sieht die Sarah Bombe aus. Ja, Eis hätte ein kleines bisschen noch ein bisschen später raus, aber ist egal. Ich glaube, das ist nicht ganz so tragisch. Aber ich gerade fragen, wie oft du das schon gemacht hast? Wie oft ich das schon gemacht habe? Einmal, ne? Heute das erste Mal. Ach, aber sehr gut. Ja? So. Ende aus, Nikolaus. Entweder für dich oder für mich. Den hat ein Fachmann gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, das ist ein bisschen Daniel-mäßig? Was meinst du? Macht der auch noch was? Ja, ein Schüsselchen oder irgendwas. Ich habe hier noch. Mike. Das reicht. Wie lange habe ich gebraucht? Ging noch, ne? 2,5 Stunden. Ah, toll, danke. Deine Videos sind länger. Das ist richtig. Aber da erzählt er ja auch immer so viel. So, wir sind auf jeden Fall für heute fertig. Jeder von uns hat jetzt was Leckeres gegrillt. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Und denkt dran, es ist ja noch das Gewinnspiel am Laufen. Hashtag Feuerplatte. Und wir werden das morgen auslosen. Spätestens. Ne? Genau. Also ihr könnt weiterhin den Hashtag Feuerplatte drunter schreiben. Macht fleißig mit. Die Bücher sind richtig cool, die Soße auch. So, und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.